Hallo und herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Es wird mal wieder Zeit für einen Blick auf die aktuelle Lage an den Märkten. Mein heutiger Interviewgast ist Andreas Lipko, Marktstratege von Comdirect. Schönen guten Tag, Herr Lipko. In der vergangenen Woche, da haben wir ja einen neuen Schauplatz bei den Handelsstreitigkeiten quasi erlebt. Die möglichen Strafzölle gegen Mexiko, die sind eben an den Börsen auch nicht spurlos vorübergegangen. Im Gegenteil, in dieser Woche sieht aber plötzlich alles schon wieder viel besser aus. Der DAX präsentiert sich sehr stark. Woran liegt das? Ja, zum einen, Herr Ohme, liegt es natürlich daran, dass Mexiko an sich als Thema für die Strafzölle nicht wirklich das große Thema zum Beispiel für Europa spielt, sondern hier sind es dann eben wirklich die Sanktionen, die man eben gegen Mexiko dahingehend ergreift, eben, wenn man eben Strafzölle erhebt, weil eben 80% des Exports aus Mexiko in die USA gehen. Aber die Signalwirkung blieb halt nicht aus. Zum einen sind natürlich viele europäische Autobauer in Mexiko positioniert und produzieren dort ihre Autoteile, die sie dann in die USA, also nach Nordamerika sozusagen, exportieren. Und des Weiteren ist natürlich damit so ein Stück weit auch eine zweite Runde aufgegangen, dass man jetzt sieht, dass die USA also auch gegen andere Länder, die nicht direkt mit dem Handelsstreit China-USA zu tun haben, eben vorgeht, dass man hier sozusagen nicht mehr diesen geordneten Angriff macht gegen andere Länder, sondern dass man jetzt hier eben im Endeffekt doch eine andere Strategie fährt und hier auch dann eben andere Länder mit in diese Zoll- und Handelsstreitigkeiten bzw. Handelsstreitdiskussionen mit reinzieht. Und das hat so ein bisschen für Nervosität gesorgt. Und ich glaube auch leider, dass wir in den kommenden Wochen weitere Nachrichten aus dieser Richtung bekommen werden, sodass man hier noch keine Entwarnung geben kann. Ja, und angesichts dessen und eben der ganzen Krisenfelder, Rezessionsängste und so weiter, müssen wir uns weiter auch auf Volatilität dementsprechend an den Märkten einstellen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass man hier besonders im Juni, Juli doch sehr, sehr nervöse Börsen sehen wird. Man wird hier hohe Volatilitäten sehen. Wir haben ja bereits auch schon von einigen US-Großinvestoren dahingehend eben auch Äußerungen bekommen, dass diese sich teilweise sogar ganz aus Aktien zurückgezogen haben und lieber in US-Treasuries, also in US-Anleihen investieren, weil man eben momentan das Umfeld für Aktien kaum noch einschätzen kann, weil eben doch hier sehr, sehr viele politische Themen in die Märkte kommen, in die Märkte strömen und dafür sorgen, dass hier sehr viel Unsicherheit ist. Wir haben auch noch sehr, sehr viele Themen. Wir haben das Thema Nahe Osten, wir haben das Thema Brexit, wir haben natürlich auch das Thema weiter natürlich USA und China in puncto Handelsstreitigkeiten. Man sieht hier, dass doch ein sehr, sehr vollgefüllter Korb an Themen momentan im Aktienmärkten vorhanden sind. Schauen wir mal auf das Thema Rohstoffe bzw. auf die Ölpreise. Die sind zuletzt kräftig abgerutscht. Was sind denn hier die Gründe und wie könnte es weitergehen? Ja, sehr interessant ist, dass Öl ja sozusagen Schmierstoff der Wirtschaft, Schmierstoff der globalen Konjunktur auch tituliert wird. Und man sieht hier sehr gut, dass man doch hier gerade was eben in Bezug auf Europa eben auch gesehen wird oder dann eben auch durch die Strafzölle eben, die China auch natürlich gegen die USA hebt, dass man hier einen Konjunkturrückgang erwartet, der sich dann dahingehend äußert, dass eben weniger Öl nachgefragt wird. Und das haben die Märkte jetzt vorweggenommen, denn deswegen auch dieser relativ große Rückgang zum Beispiel in WTI, also im nordamerikanischen Rohölsorte oder im Brent Crude, also der Nordsee Rohölsorte. Hier hat man ja gesehen, dass die teilweise 22-23% seit Jahresanfang eben rückläufig sind, die Notierung, und dahingehend, dass eben schon eine Antizipation dahingehend ist, was eben mit der Konjunktur passieren wird und wie sich eben die konjunkturelle Situation eben darstellen wird. Dann kommen wir mal zu den Einzelwerten, bleiben aber noch ein bisschen im Ölsektor. Royal Dutch Shell hat einige Maßnahmen zur Aktienpflege bekannt gegeben, gleichzeitig den Ausblick für 2025 erhöht. Wie interessant sind denn Ölaktien wie eben Shell derzeit? Ja, bleiben wir gleich bei dem Unternehmen Royal Dutch Shell. Insgesamt hat hier wirklich einen sehr, sehr interessanten Plan vorgelegt. Zum einen will man in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Das ist die erste Aktion, die man tätigen möchte. Des Weiteren will man bis zum Jahr 2025, also in den kommenden 5 Jahren, jeweils 30 Milliarden US-Dollar investieren, um die Ölproduktion bzw. dann eben auch die Gasproduktion weiter anzukurbeln, um hier wirklich lukrativer und effizienter eben auch Öl fördern zu können. Der Schachzug, den Royal Dutch Shell in den letzten Jahren gemacht hat, dass man sich zum Beispiel BG, also den British Gas Konzern, gekauft hatte, ist aufgegangen. Royal Dutch Shell gehört momentan bei den Ölunternehmen zu den großen Ölunternehmen, die niedrigsten Produktionskosten haben, damit natürlich die größte Marge dann eben dahingehend haben, wenn der Ölpreis über 60 US-Dollar dahingehend bleibt, also die Nordsee-Sorte Brent wäre das in diesem Fall. Von daher hat der Konzern sich gut aufgestellt, möchte die Aktionäre daran teilhaben lassen. Die Dividendenrendite ist seit Jahren ordentlich. Hier kann man ungefähr mal um 6% kalkulieren und auch das KGV ist relativ günstig. Das heißt, wenn man sozusagen nicht unbedingt auf nachhaltige Unternehmen, also umweltfreundliche Unternehmen investieren will, sondern hier wirklich dann eben auf Dividendenperlen gehen will, dann kommt man eigentlich an Erdölkonzernen leider nicht vorbei.
Schauen wir auf Infineon. Infineon plant ja den größten Zukauf der Unternehmensgeschichte. 9 Milliarden Euro will Infineon für Cypress Semiconductor ausgeben. Die Aktie rutscht deswegen am Montag deutlich ab. Wie beurteilen Sie denn den Deal und die ganzen Rahmenbedingungen? Ist die Skepsis der Anleger gerechtfertigt? Na gut, die Anlegerskepsis kam ja daher, weil Infineon hier höchstwahrscheinlich eine Kapitalerhöhung vollziehen muss. Das ist doch ein Riesenbissen, den man da gemacht hat. 9 Milliarden will man für Cypress Semiconductor auf den Tisch legen. Das muss das Unternehmen im Endeffekt finanziell stemmen und da wird wahrscheinlich eine Kapitalerhöhung dann kommen. Insgesamt versucht natürlich das Management, sich hier von der doch sehr starken Zyklik, die ihm das Chip-Geschäft hat, hier so ein Stück weit zu lösen. Man versucht hier, sich in Nischen, in andere Bereiche zu positionieren. Das hat man in den vergangenen Jahren zum Beispiel in dem Automotive-Bereich bereits getätigt. Ich denke, insgesamt ist es natürlich schwierig, weil die ganze Chipbranche an sich sehr, sehr zyklisch ist. Das heißt, selbst wenn man jetzt ein anderes Unternehmen kauft, was eben eine andere Zyklik insgesamt hat, ist man trotzdem weiterhin sehr zyklisch. Also von daher ist es halt fraglich, ob dieser Zukauf dann wirklich denn die Früchte tragen wird, die man hier erwartet. Und man darf auch nicht vergessen, man ist bereit, ungefähr das 20er KGV für das Unternehmen momentan zu zahlen. Das ist für ein Chip-Unternehmen schon ganz ordentlich. Und das muss im Endeffekt dann auch wieder erstmal zurückgebracht, beziehungsweise dann eben als Gewinn in das Unternehmen oder in den Konzern dann zurückfließen. Schauen wir auf VW. VW hält am Zeitplan für den Börsengang der Lkw-Tochter Traton fest. Ist das angesichts des volatilen Marktumfelds ein eher schlechtes Timing oder könnte das IPO vielleicht VW neuen Schub verleihen? Na gut, insgesamt ist es ganz interessant. Man versucht hier doch noch ganz, ganz schnell eben vor der Sommerpause Traton in den Markt zu schieben. Es ist interessant dahingehend, dass man hier ein relativ kleines IPO vorfindet. Man will halt oder man muss ja eigentlich nach den Regularien der Frankfurter Börse, man will ja an dem Frankfurter Börsenplatz gelistet sein und in Stockholm 25% des Eigenkapitals sozusagen eben per IPO an die Börse bringen. Wenn das Unternehmen sozusagen nur 10-15% von dem eigentlichen Grundkapital oder Eigenkapital an die Börse bringen will, dann müsste der Rest über eine Kapitalerhöhung kommen. Würde man eine Kapitalerhöhung nicht vollziehen, müssten eben ein Viertel des kompletten Kapitals eben an den Kapitalmarkt gebracht werden. Dieses Geld will man dafür nutzen, um eben das Unternehmen besser zu positionieren, um eben in der Konkurrenz Marktanteile abzujagen. Also insgesamt ist das IPO ganz interessant. Der Konzern macht eben auch 16 Milliarden Umsatz. Es kommt eben darauf an, wie teuer bzw. günstig dann die Aktien in dem IPO angeboten werden. Und da ist im Endeffekt auch das Zünglein an der Waage. Dann schauen wir jetzt mal in die USA. Dort hat sich in den vergangenen Wochen ein neuer Börsenstar quasi entwickelt, Beyond Meat. Ist denn der Hype und die Kursbewertung aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Ja, man muss sehen, es ist natürlich ein ähnliches Thema wie einst die regenerativen Energien. Da hat man jetzt so ein Stück weit das Thema eben Fleischersatz für sich entdeckt. Beyond Meat ist ja ein großer Produzent, der im Endeffekt in dem Bereich des Fleischersatz eben tätig ist und natürlich in den USA so offene Türen einrennt. USA einer der größten Konsumenten an Fleisch insgesamt. Hier hat man also eigentlich einen riesengroßen Markt für sich entdeckt. Aber man darf auch nicht vergessen, das Unternehmen wird momentan mit 5,9 Milliarden US-Dollar bewertet und macht einen Umsatz ungefähr von 39,5 Millionen US-Dollar. Man macht derzeit noch einen Verlust ungefähr von 4 Millionen US-Dollar. Also hier ist man doch sehr, sehr stark und ambitioniert bewertet. Es wird aber spannend. In dieser Woche wird das Unternehmen Zahlen vorlegen und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, der Ausblick vom CEO wird eben sehr wichtig sein, wie man sich eben positionieren will. Beyond Meat ist hier teilweise auch schon in Deutschland vertreten. In einigen Discounter-Filialen konnte man die Produkte kaufen, die relativ schnell aus den Regalen dann eben doch weggekauft wurden. Also von daher vielleicht auch nochmal so ganz interessant. Aber insgesamt die Branche natürlich interessant, aber derzeit doch sehr, sehr hoch bewertet, wenn man sich das Unternehmen eben direkt ansieht. Also definitiv ein kleiner Hype um dieses Unternehmen, also nicht nur um die Aktie, auch um die Burger offensichtlich. Wie geht man denn mit solchen Hypes an der Börse um? Wie können Anleger erkennen, ob Substanz dahinter steckt? Ja, zum einen ist natürlich wichtig, wann kauft man das Unternehmen bzw. zu welchen Kursen. Also man sollte hier ein Stück weit natürlich auch erstmal eine Fundamentalanalyse machen. Man sollte sich mit dem Unternehmenszweck beschäftigen. Man sollte sich auch die allgemeinen Stimmen, die Stimmen des Marktes dahingehend anhören und natürlich, was ganz wichtig ist, ein eigenes Bild bilden. Wenn man eben der Meinung ist, dass dann die Zukunftsperspektiven hervorragend sind, dass eben wirklich, wie zum Beispiel bei Beyond Meat hier ein Milliardenmarkt vorliegt, dann kann man natürlich auch noch bei solchen Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch einsteigen und würde dann natürlich etwas mehr Zeit benötigen, um das Investment dann nachher eben auch, damit sich das eben erträglich zeigt, dass es eben lukrativ wird, würde sich da sozusagen der Break-Even eher später darstellen. Wenn man sozusagen Perlen, Geheimperlen entdeckt, dann kann das hier schon mal vorkommen, dass man natürlich relativ schnell oder früher eben in ein Unternehmen investieren kann und dann eben die breite Masse erst später reinkommt. Dann hat man eben Glück. Insgesamt, wie gesagt, muss man seine Hausaufgaben machen. Das ist leider unumgänglich. Und was
natürlich auch ein Stück weit helfen kann, ist die Charttechnik. Das heißt, wenn man sieht, dass zum Beispiel Aktienkursen wie so ein sogenannter Fahnenmast eben schon nach oben geschossen sind, dann ist doch hier eine Korrektur vonnöten. Dann könnte man, wenn man das Unternehmen weiterhin interessant findet und die Perspektiven dementsprechend auch einschätzt, natürlich eine Konsolidierung, eine Korrektur abwarten und dann erst investieren. Aber das ist im Endeffekt von jedem Einzelfall verschieden und bleibt aber immer gleich. Man muss sich mit dem Unternehmen beschäftigen. Zu guter Letzt, wir bleiben in den USA, aber noch auf die Tech-Konzerne blicken. Facebook, Google, Amazon, die sind ins Visier des US-Kongresses geraten und eben auch der US-Justiz. Kritikpunkt ist die hohe Marktmacht der Konzerne. Also wie viel Sprengstoff steckt denn wirklich in diesem Thema und könnte es vielleicht sogar zur Zerschlagung von Facebook und Co. kommen? Also ich würde gleich nicht ganz so weit gehen, sondern Politik schießt natürlich hier schon mit ganz schön scharfen Waffen. Man droht sozusagen an, die Konzerne zu zerschlagen, beziehungsweise ordnet eben an, dass sich eben die Konzerne dann eben teilen. Und man hat ja hier auch nicht ganz Unrecht, wenn man sich eben ansieht, was für Datenvolumen, was für Datenmengen hier zusammengetragen worden sind, wie Gläser an einzelnen Konsumenten beziehungsweise User von diesen Netzwerken dann eben auch geworden sind oder eben bei der Google-Suchmaschine, dass man hier so eine marktbeherrschende Position eingenommen hat, dass andere Konkurrenten gar nicht mehr im Markt gekommen sind. Erinnert so ein Stück weit auch zurück an Microsoft um die 2000er-Wende, also 99, 2000, hier hat man bereits auch schon mehrere Verfahren dahingehend gehabt, dass eben Microsoft mit dem Betriebssystem damals Windows hier marktbeherrschend war. Man hatte einige Dinge angeordnet, man hatte zum Beispiel gesagt, dass eben der damalige Browser Bing bzw. Microsoft Explorer nicht mehr standardgemäß in die Software integriert werden darf. Das kann man diesmal auch erwarten, dass hier also sozusagen eine Teilung von den großen Konzernen eben dann angeregt bzw. forciert wird. Aber ich denke nicht, dass man hier wirklich zu einer Zerschlagung hingeht oder dass man eben im Endeffekt hier von der politischen Seite her solche Maßnahmen vornimmt. Aber es ist brisant, weil im Endeffekt sieht man ja schon, die Strafen, die dann fällig werden, die gehen hier weit in die Milliarden rein. Also das heißt, das tut dann eben auch schon mal einer Facebook oder einer Google weh, wenn solche Strafen gezahlt werden müssen. Demzufolge ist das dann zumindest schon mal als ernsthafte Bedrohung zu sehen. Herr Lipko, das war's dann für heute. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag noch. Schön, dass Sie dabei waren. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.